Willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ja, endlose Eiswaffeln. Stage 3 steht bevor. Yeah, Stage 3. Ja, darauf habe ich jetzt gerade ehrlich nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht geachtet, dass das da runtergeht. Ich habe nämlich kurz geachtet, ob ein paar Bildfehler aufgetaucht sind, weil gerade eben, als ich die Switch gestartet habe, waren ein paar und... Ich würde mal sagen, nein, keine Bildfehler, keine Bildfehler. So, runter mit dir, okay, auf dir kann man nicht stehen, alles klärchen, Wunderbärchen, weiß Bescheid, ne? Kirby? Genau, ich möchte hier lang. Und ja, Feuer, Kirby, Eis, gute Mischung, gute Kombi, hast du schon gesehen, ne? Ja, das lief nicht ganz so gut wie erwartet, aber hey, das One-Up haben wir. Und wir leben noch, also weiter geht's. Und ja, worüber konnte ich euch denn mal erzählen, ne? Aktuell zum Aufnahmezeitpunkt habe ich gerade frisch die 100 Abonnenten geknackt. Vor, ja, ein paar Stunden ungefähr. Hallo, kann ich die Bombe? Nein, kann ich nicht. Schade. Das freut mich natürlich sehr und ja, 100 Abonnenten-Special. Eine Idee habe ich ja schon längst und ja, auch die Umsetzung. Jetzt muss ich nur noch anfangen mit dem Dreh. Und ja. Du weißt. So, durch da kommen. Ja. Hoch da! Ja, diese Fische, die sind bös. Bös! Ne, also jetzt muss ich ja nicht noch das Special drehen und ja. Das werde ich dann mal die Tage machen, wenn ich Zeit dafür habe. Seid gespannt, es wird ein längeres Video. Und ja. Auch besser als die letzten beiden Special hier. Das 20 Abonnenten Special war ja nur so kurz. Hi, danke. Und der hat übrigens bei meinem Halloween-Gewinnspiel gewonnen. Und bei einem 50 Abonnenten Special war ja so, ey, danke. Schaut mal, was als nächstes kommt, ne? Und diesmal habe ich halt richtig Pläne und alles und Hass. Das wollte ich nicht. Also diesmal habe ich mir ja wirklich was überlegt, was ich machen werde. Und wie ich das umsetzen kann. So, schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Und ja, schnell durch hier. Ich will ja nicht noch sterben. Naja, so, ja, seid gespannt einfach, das wird. War schon ein bisschen was Besonderes. Bisschen Real-Life-mäßig unterwegs hier, ne? Und ja, da gibt es dann auch mal so einen kleinen privateren Einblick in meine, also in mein Leben. Auch nur einen kleinen Einblick, weil, ja. Oh, die Dinger bringen Igel. Ja, ich bin ja kein Fan vom Igel hier. Ja, okay, Dinger weg, Okay, das, ja, da gehen wir down, da gehen wir down, da gehen wir down und ja. War mir irgendwie klar, dass wir sterben werden, aber naja, ich wollte ein bisschen herauszögern. Weil, ja, und denn nicht. So, runter, Kirby, komm. Nimm den Igel mit. Den Sonic! Okay, voll geheilt, Igel weg. Warum ist Kirby da gerade eben nicht geklettert? Okay, die bringen nichts und ja.
Hallo, runter, Kirby. Der bringt auch nichts, meine Güte. Ich dachte, das wäre eine Eismauer, aber das ist eine Leiter. Ich bin eins doof. Und ihr tut, was ich sag. So. Ich gehe mal hier hoch, weil ich habe das Gefühl, dass es hier sicher ist. Und ja, ist es auch. Na, da gibt es eine Maxi-Tomate und ein Zauberzahnrad. Langweilig. Okay, für die Maxi-Tomate hätte ich es beinahe gemacht, ne? Sagen wir mal ehrlich, die Zauber... Ich wollte gerade Zaubertomate sagen. Jetzt eine Zaubertomate, die schmeckt bestimmt wie Tomako. Nein, für das Zauberzahnrad hätte ich es natürlich nicht gemacht, weil... Warum auch? Kirby, geh runter. Okay, wieder oben kommen wir irgendwie nicht hin, weil Strömung und so, also, ja. Nehmen wir das Essen und schwimmen weiter, da ist einer von denen. Und durch da, Kirby, Kirby, komm, komm. Hast du fein gemacht, hast du fein gemacht. Und durch hier. Los. Ja. Heute in der Mittagspause auf der Arbeit. Genau. Das war dumm. Wieso hat Kirby den eigentlich nicht weggeworfen? Ich habe eigentlich gedrückt. Okay, dann halten wir mal Abstand von dem Teil da. So, also heute in der Mittagspause auf der Arbeit. Da waren wir mal bei Rewe. Ich und ein Arbeitskollege. Ich gehe eigentlich nicht zu Rewe, weil Rewe ist eigentlich nur was für Reiche. Aber auch noch nicht reich genug, dass es Famila-Niveau erreicht. So. Wie komme ich hier jetzt durch? Oder... Ich guck erstmal, ob wir den Schlüssel überhaupt brauchen oder da, ob der nur für ein Secret ist. Ja, Secret, Essen und so ein Ballteil. Okay, das war dumm. So, dafür nehmen wir halt dieses Laubteil hier mit. Das erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Oh, und ein Boss. Auf Glatteis. Ja. Ist Laub nicht effektiv? Laub ist, glaube ich, effektiv gegen Wasser, oder? Also Pflanze bei Pokémon. Gegen Wasser, ich... So, Feuer ist gut gegen Pflanze und Wasser ist gut gegen Feuer, also ja. Und wir nehmen das Wasser mit. Ja, Wasser-Pokémon sind viel cooler als Pflanzen-Pokémon. Mag einer von euch Pflanzen-Pokémon? Ich nicht. So, geht er jetzt hier ab fort. Ah, weißt du was? Scheiß drauf. Gibt wahrscheinlich eh nur wieder was zu fressen und ein Zauberzahnrad. Jo. Und durch hier. Und Level beenden. Komm, Kirby, bring's zu Ende, bring's zu Ende. Yeah. Also, wir waren bei Rewe und... Na, was habe ich mir gekauft? Richtig, ne Exotik! Okay, Wolke 7 knapp. Okay, ich hab eh zu spät gedrückt, also... Ja. Also, ich habe mir eine geile Fanta Exotik gegönnt. Dann hatte ich... Dachte ich mir so, boah, Pfanner Eistee. Pfanner für sich, ja. Yeah. Und jetzt bitte kein Krieg. Zitrone ist besser. Nein, für sich. Oh, Entschuldigung. Daran bin ich nicht interessiert hier, also. Pfanner Eistee, ne? Ich bin immer noch der Meinung, Funk Royal kann es bestätigen. Pfanner Eistee sollte. Man braucht einen Waffenschein dafür in meiner Welt, okay? Und das Türchen bekommen wir. Stirb.
und durch die Tür. Also, das ist ja wirklich, das ist ein Gerät, du hier Pfanne, ich seh, das glaubst du mir ja. Okay, vielleicht auch mal hier, ne? Genau so ungefähr. Also in der Theorie, in der Praxis nicht. So, da oben ist bestimmt ein Zauberzahnrad, aber Wayne. Also dann habe ich mir hier Pfanne-Eistee schön reingezogen heute ein bisschen. Die ganze Packung nicht, weil kein Fan von zu süßen Sachen. Gib mir hier die Schutztröte des Regenbogen. Ich wollte gerade Nebel sagen. Wie komme ich auf Nebel? Und Wächter mit, ne? So, hier durch. Und wusch. Nein, nein, nicht in die Richtung. In die Richtung. Hey, das ist cool. Das ist cool, dieser Wind hier. Ich brauche mal kurz hier, ne? Einen kleinen Snack hier. Nein, 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 nicht runter, Kirby. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ist Wasser nicht auch gut gegen Gesteins-Pokémon? So, Zaubertröte her und Abfahrt. Yeah. So, das nehmen wir jetzt mal nicht mit, denn das brauchen wir nicht. Und hier durch. Ja, so, Eisteam. Ah, schwieriges Thema. Es gibt ja Leute, die ernähren sich davon. Und ja, das ist absolut ungesund. Und ja, das letzte Mal Eistee habe ich getrunken. Pi mal Daumen. Mai 22. Ja, seien wir mal ehrlich, dann ungefähr. Also kann vielleicht noch früher sein oder Juni, Juli, aber Sommer, Frühling 22 zuletzt. Weil ich hatte da als Kind ein unschönes Erlebnis mit Eistee. Ja, so Eistee, meine Mutter mochte das halt nicht, wenn mein Bruder und ich das trinken, weil viel zu süß, bla bla bla. Heute denke ich mir nur so, ja, mag ich noch nicht mal und ja, ich hätte da unten hingekonnt, wenn ich den Typen rechtzeitig aufgehalten habe, aber Wayne. Also sie mochte das nicht und dann, ja, dann hatten wir hin und wieder doch mal so eine kleine Null, was weiß ich, Flasche hier vom Aldi, Billig-Eistee. Also nicht diesen Pulver, sondern, ne? Wie ja, Eistee nur von Aldi halt. Also, Schneeball! Schneeball Nummer 2. Und bam, wusch! Also, das war dann hin und wieder mal. Und ja, dann habe ich halt mein Eis die ganz normal getrunken. So, flieg, 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 Kirby. Und durch der. Weißt du was, Kirby? Flieg einfach. Flieg, das kannst du eh am besten. Also habe ich dann mein Eis die ganz normal getrunken. Und allerdings, ja, ich weiß nicht, was mich dabei geritten hat. Habe ich die Flasche dann irgendwann mit aufs Klo genommen. Und da stehen lassen. Das komplett vergessen. Und ja, 2, 3 Tage später. Schneemann! Geil, Schneemann. Geil. Und so ein Dimensionsriss, aber na, kein Bock darauf gerade. Also dann habe ich hier... Obwohl das Level ist eh gleich vorbei. Ja, machen wir nochmal kurz das Dimensionsteil hier. So, da habe ich das halt da für 2, 3 Tage stehen lassen. In der prallen Sonne. Und meine Mutter hat sich gedacht, ich sehe es nicht ein, das wegzuräumen. Der Junge lässt alles überliegen. Und ja, sie hat recht. Ich hätte es auch nicht eingesehen, wenn es mein Kind wäre. Auf jeden Fall ist es gekommen, wie es hätte kommen sollen. Der Eistee ist geschimmelt. Ich check das nicht und denke mir nur so, boah, Eistee, geil! Und ja. Ende von der Geschichte. Ich habe den komplett verschimmelten Eistee getrunken, der da seit 2 Tagen in der prallen Sonne im Badezimmer stand. Und das war ab von diesem Tag an war es auch mit Eistee erstmal für mich für
Junge, das... Durch hier, durch. So, bam, wusch. Lauf, Kirby! Nein! Lauf. Also, ich hab dann... Oh, da war ich 8, 9 um den Dreh. Naja, ich hab das erste Mal wieder Eistee getrunken. Alter, das war knapp. Was war das denn? Also das erste Mal Eistee habe ich wieder mit 15, 16 getrunken, nachdem... Kirby, lass die Luft raus. Lass die beschissene Luft raus, Junge. Ich schwör's dir, Junge. Genau. Also, ja. 15, 16, dann erstmal wieder Eistee getrunken, also... Hatte echt die Nase voll, weil das war so eklig. Und ja, also... Kinder, lasst nichts in der Sonne stehen. Und trinkt das denn nicht 3 Tage später, also... Los, Kirby, komm. Also das war meine Eistee-Geschichte und ja... Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Kirschte steht. Also ob ihr auch so schöne Erfahrungen gemacht habt wie ich oder ob ihr für immer einen Favorit habt unter den Sorten. Zitrone, Eistee oder keine Ahnung, Beere gibt es glaube ich auch, aber Beere, seien wir mal ehrlich, Beere. Naja, das ist bestimmt so ein Hippie-Kinder-Öko-Zeug. Die im Haus aufgewachsen sind und nicht in einer Sozialwohnung. Das ist was für Reiche. Lass mich durch. Im Haus aufgewachsen sein, das ist bestimmt auch eine Kindheit gewesen. Meine Güte. Genau. Wisst ihr was, ich versuch's einfach nicht mal weiter. Also, ne. Ich bin raus, ne. Also, ich wollte das gar nicht. Hallo? Alter. Ja, okay, dann machen wir das halt doch. Im Haus aufgewachsen sein. Ich finde das hier immer so lustig. Eine Freundin von mir, die ihre Eltern haben, halt ein Haus. Sie und ihr Bruder hatten eigene Zimmer, hatten alles und ja. Ich und mein Bruder haben uns ein Zimmer geteilt. Bis ich 9 war. Dann hat meine Mutter beschlossen, nee, jetzt mal richtiger Ehrenmove von meiner Mutter. Sie hat von da an auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen im Wohnzimmer, damit mein Bruder und ich unser eigenes Zimmer hatten. Also, ja, würden auch nicht viele machen, aber ja, danke Mama, danke dafür. Da seien wir ehrlich, noch ein Jahr länger hätte ich den Rotschopf damals nicht ausgehalten. Ja, mein bester Kumpel, der hatte das halt auch so. Also... Ja. Sozialwohnungen sind schon so eine schöne Sache, wenn sie nicht verkommen, weil, ja, bei uns hat sich niemand verantwortlich gefühlt dafür, die zu pflegen, abgesehen von meinem Opa. Und der war dafür einfach mal nicht zuständig, aber hat es einfach trotzdem gemacht, also, ja. Das ist auch, das war einfach nur super von meinem Opa. Der hat halt alles für mich gemacht. Und durch, ja. Also der hat immer wieder tapeziert, alles Mögliche. Gib her, gib Boomerang. Und ja. Bin da mal gespannt, wie der Boss wird. Ich hoffe nicht allzu scheiße. Weil, na, schwer verletzt. Ja, ist wieder so ein Sphärenspuk. Und Boomerang.
Und geschafft. Ja, das war knapp. Das war wirklich knapp her mit dem Boomerang-Dinger sagen, aber das sind ja Zauberzahnräder. Und ja, Stage geschafft. Und Maxi-Tomate, korrekt. Und durch hier, ne? Ja, das war mal wieder ein Abenteuer. Und ja, ich habe mir mal wieder ein paar Themen aus den Fingern gesaugt. Hier, Eistee, Sozialwohnungen. Und ich habe wieder über Fanta Exotik geredet. Ich liebe Fanta Exotik. Wusstet ihr schon, dass ich Fanta Exotik liebe? Aber das ist auch erst ein Thema für den nächsten Part. Also, bleibt gespannt. Bis dahin, haut rein und höher als 4. Krass. Wow, höher als 4. Bis zur 3. Krass. Naja, wie es auch sei, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.